glaube, man könnte sich irgendwie mal hier eine Brücke drüber bauen. Da gibt's massig Kohle dort an der Seite. Das hatte ich ja vorhin gar nicht gesehen. Bauen jetzt hier mal so eine improvisierte Brücke drüber. Ist zwar nicht schön. So, und dann gucken wir mal, was es hier hinten gibt. Oh, ach, da ist schon wieder so ein Riesenberg. Meine Güte, ich glaube, da waren wir drauf, ne? Ja, genau. So. Was gibt es denn hier Schönes? Oh, noch eine Schallplatte. Schallplatte Nummer 7 haben wir damit gefunden. Fehlen uns also noch 4, ne? Weil es gab 11, ne? Hier gibt es auch sehr viele Kühe, also für Nahrung ist ja definitiv gesorgt. Und ich werde mir jetzt erstmal hier in den Berg eine kleine Unterkunft bauen und von da werden wir dann operieren. Kann ich auch noch eine kleine Brücke drüber bauen vielleicht? Oder die Sache auch noch mal ein bisschen einfacher machen, wenn man nicht immer durchs Wasser und irgendwo hochklettern muss. Reichen 3 oder 4? Nee, ich glaube, das dürfte nicht reichen. Oh, pass auf, Schwein, dass du dort nie runterfällst. Doch, das passt. So, also dort ist scheinbar das Dungeon in dieser Höhle. Wo bauen wir da jetzt unser Haus? Oder halt unsere Unterkunft vielleicht hier, wo wir schon. Ach, das war dumm. Vielleicht hier, wo wir schon nach der Kohle gegraben haben. Das wäre irgendwie perfekt, finde ich. Weil das muss man noch ein bisschen vergrößern und dann ist das Ding auch soweit einsatzfähig. Obwohl sehr viel vergrößern muss man das ja auch nicht. Bisschen einfach gehalten. Reicht ja aus. Dann mache ich hier dann mal wieder einen Eingang, eine Tür hin. Fackeln, Bett, zack, Truhe, Crafting Table. Ihr kommt jetzt aber nicht zu mir, hm? Wehe, dann knallt's auch. Das ganze Gelumpe hier rein, was wir nicht brauchen. Und dann mache ich mir erstmal schnell ein Quatsch, Tür. Und fertig. So, und jetzt gucken wir einfach mal. Da ist schon ein Creeper, der wird hoffentlich gleich dort runter. Genau, so habe ich mir das doch gedacht. Hier hinterher. Ich könnte mir eigentlich auch von hier irgendwie einen Zugang bauen. Wir gucken einfach mal, weil wir müssten ja dann genau irgendwo dort am Dungeon rauskommen. Würde mich mal interessieren. Wo das dann sein wird. Oder auch nicht. Doch, das Wasser. Und da klingt es irgendwie auch nach Lava. Uiuiui.
da halt meine Fackel hin und mache ich wieder zu. Mal gucken, ob das wieder so ein Dungeon ist wie das erste, ohne Spawner, wo man bloß sichern muss. Oder ob man hier richtig auch wieder irgendwelche Spawner zerstören muss. Ich mache hier mal ein bisschen mehr Platz hier, dass ich hier mehr Übersicht habe. Oh, da gibt es schon mal eine Truhe. Ach, hier sind wir rausgekommen, okay. Zombie. Was willst du, ha? Komm doch ran auf den Meter, wenn du was willst. Okay, ich hab's mir anders überlegt. Wir machen das erstmal abschnittsweise. Ich hol mir erstmal die Kiste hier. Oh, Feier. Oh. Mensch. Mensch. So, schnell das Zeug hier. Ein Creeper. Oho, mit dem will ich mich, glaube ich, nicht anlegen. Pfeil, das ist natürlich prima. So, es könnte eigentlich mal dunkel werden, dass man. Oh. Vielleicht sollte ich doch mal hier den mal mitnehmen, um ein paar Schießübungen zu machen. Ich glaube, ich gehe erstmal schlafen, um mir den Spawn zu markieren. Das wäre sonst fatal, wenn hier irgendwie. Wenn wir sterben würden, dann müssten wir alles wieder gut, den Creeper dort im Wasser zu erschießen ist ein bisschen sinnlos, aber den dort könnten wir erschießen. Na gut, ich glaube, das bringt nichts, wenn die im Wasser sind. Wo kommen denn die Viecher immer her? Hier ist doch gar nichts, wo die irgendwie spawnen können dort hinten. Oder gibt es dort irgendwie doch Spawner oder sowas? Komm, stirb. Oder ich lasse den Creeper explodieren, wenn du nicht sofort drauf gehst hier. Kann ja wohl nicht wahr sein. Cool, ein Schuss und tot sind sie. Das ist ja cool. Danke. Dass du den abgeschossen hast, das hat mir gerade massiv Arbeit gespart. Oha. Kann ich die ja wieder einsammeln? Ja.
Oha. Gedöns hier einsammeln. Kann ich Licht machen, indem ich dort hinten irgendwas reinschieße? Erstmal den Creeper erwischt. Wenigstens etwas. Ach, da oben scheinen sie doch irgendwie zu spawnen. Ja. Oha, da ist jetzt wieder massiv Angriff. Aber wir können ja ganz gut mithalten. Und da kommen wieder noch mehr irgendwelche Drecksmobs, die aber sofort von uns auf die Nüsse kriegen. Komm, du hast eh keine Chance gegen mich. Jetzt probiere ich mal was. Oha. Habe ich irgendwelches Zeug da? Einbauen hier, um meinen Plan zu realisieren. Ich will nämlich erstmal den Spawner killen. Und dazu muss ich einfach hier mal wieder unsere kleine Tunneltaktik anwenden. Auch wenn die natürlich, ich sag mal, nicht ganz so... Da ist er. Sich das gleich mal, um dort irgendwo eine Fackel hinzustellen, auch wenn ich hier gerade keine Möglichkeit sehe. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier draußen gleich erwartet. Ich glaube, ich renne lieber weg. Na gut, das hält sich in Grenzen. Massive Creeper-Anwesenheit jetzt hier am Start. Oha. Das ist ja jetzt schon langsam kritisch hier. Muss ich mal schnell das ganze Zeug hier einsammeln. Achso. Fackeln habe ich auch fast keine.